Die FS Bros League kommt um 12. Lauf nach Ungarn. Wer wird die Flügelschlacht, diese sie am besten überleben? Das sehen Sie jetzt mit Krombacher. Und dem Alkoholfreien von Krombacher. Krombacher Frittenfett in der Binderlicious Edition. Genießen Sie es. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier aus der Luft über dem Hungaroring in Ungarn, wo wir die nächste Runde der F1 Bros League abhalten werden. Ja, und zwei Wochen nach dem richtigen Monaco kommen wir jetzt ins sogenannte Monaco ohne Wende. Und hoffentlich erfahren wir heute nicht den Grund für diese liebevolle Bezeichnung des Grand Prix-Kurses hier in Budapest. Und wie ich höre, haben wir bereits zwei Gesprächspartner bei Freaky. Ja, herzlich willkommen hier. Ich habe hier Jokeb und Mulchan. Die sind ja beide noch jetzt relativ neu hier in der Liga, jetzt auch beide Stammfahrer. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Erzählt mal ein bisschen über euch für die Zuschauer, damit die euch ein bisschen besser kennenlernen können. Ja, also mein Name ist Tobias und Team Mulchan. Bin 20 Jahre alt, aus Potsdam, aus dem guten Ostdeutschland. Ja, und verfolge die Formel 1 schon relativ lang. Und nebenbei bin ich noch riesen Basketball-Fan, verfolge da die NBA aus Amerika ganz oft. Ja, und wie ich zu Bros League gekommen bin, hat einfach nochmal Bock auf eine Liga gehabt und habe auch schon die Videos verfolgt gehabt. Und ja, um da ein bisschen gegen andere zu fahren online, das macht mir auf jeden Fall dieses Jahr eine Menge Spaß. Ja, also ich bin Alex, Jokeb1, Ingame. Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Aachen. Ich spiele nebenbei auch noch relativ viel CSGO, aber ich bin eben auf die Bros League gestoßen, weil ich auch mal ein bisschen mehr online spielen wollte im F1 und habe euch dann auf YouTube gefunden. Ja, die Saison ist ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Was sind da noch so für Ziele? Einfach nur Spaß haben oder schon nochmal um Top 5 oder Podium mitzukämpfen? Ja, also nach einem soliden 6. Platz in Baku, ja, da habe ich noch andere Ziele. Vielleicht mal ums Podium mit vorne kämpfen. Ich denke mal, die nächsten Strecken, die da kommen, die liegen mir auf jeden Fall relativ gut. Und ja, vielleicht ist ja da noch ein Sieg drin, also ich weiß nicht, auf jeden Fall Spaß haben, wenn man mit einer vollen Lobby da fährt, macht das umso mehr Spaß. Ja, also ich würde auch sagen, es geht primär immer um den Spaß, aber ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich diese Season noch in die Top 10 komme. Habe ja nicht so viele Rennen mitgemacht, bin ja erst zur Mitte der Saison eingestiegen. Hatte aber schon gute Rennen, zum Beispiel in Monaco oder auch in Spanien. Ungarn liegt mir jetzt nicht so, aber ich sehe auf jeden Fall eine große Zukunft bei den Rennen danach, weil da fahre ich deutlich besser. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden noch viel Erfolg fürs Rennen und ja, wir sehen uns dann. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, damit hätten Sie dann jetzt auch mal zwei Neulinge der F1 Bros League gehört. Ein alter Hase hat das letzte Rennen gewonnen von Monaco. Philippe machte den Hattrick perfekt. Allerdings wird das heute sicherlich wieder anders aussehen, da sich der Red Bull dieses Jahr bisher nicht als das stärkste Auto auf technischen Strecken präsentieren konnte. Und damit gebe ich dann ab an Ihre Kommentatoren Simi-K und Voatrix und wünsche Ihnen viel Spaß beim Saisonlauf der F1 Bros League in Budapest, Ungarn. Hallo und herzlich willkommen zum 12. WM-Lauf der F1 Bros League live aus Ungarn und hier sind wieder eure Kommentatoren Simi-K und Voatrix. Moin! Ja, guten Tag! Sonniges Wetter heute in Ungarn, kein Regen vorhergesagt und somit kommen wir auch schon zum Qualifying. Da haben wir eine gelbe Frontreihe. Singularity sichert sich Depot mit 3,5 Zehntel vor seinem Teamkollegen Sakura. Dennis nur auf 4.
Richtig, ja, und Simi einen starken Quali auf Platz 6. Es war ein chaotisches Quali mit Regen und ja, auch einer sehr lustigen Szene. Wir sehen Vortrax auf 16 keine Zeit gesetzt, weil seine KI nach Q1 mit Binder kollidiert ist und er nicht mehr weiterfahren konnte. Der 12. Lauf der F1 Bros League wird Ihnen präsentiert von Krombacher und Kia. Genießen Sie es! Ja, Kenny ist ja nichts dabei, kann nichts passieren. Ja, Steo wird aufpassen, hinter mir am Start, ja. Ja, eben, was Vortrex noch versuchte zu vollenden, zu sagen, bevor dieser kurze Cut hier reinkam, ist dieser Copemasters-Bug, nachdem sein Auto Schrott war, nach Q1, aus welchen Gründen auch immer. Und zu den Bedingungen im Q2 war Intermediate. Am Ende zählte halt derjenige, der als letztes noch draußen war, hatte halt auch die besten Chancen, in Q3 zu kommen. Richtig. Deswegen hat es auch ein gewisser Coliro dieses Mal wieder auf Platz 5 geschafft. Das war ein gutes Ergebnis für den, ja, eigentlich noch Neuling der Serie. Dev, sei leise. Kein Problem, bin, das wird lustig gleich. Ja, machen wir Safety Car. Ich wundere mich, dass Coaliro auch Supersoft startet, weil es hatten ja alle als freie Reifenwahl. Ja. Ah ja. Da geht jeder anders vor hier in Ungarn. Auch hier die Reifen. Das wird ein Thema sein. Medium bei Niklas. Ja, das ist eine interessante Strategie. Also, man hat alles von Soft, Medium bis und hin Supersoft ist alles vorhanden. Mulchian zum Beispiel, einer auf Supersoft, der ist auf 10 gestartet, oder startet besser gesagt auf 10. Und der hält die hinter sich schon ordentlich auf in der Einführungsrunde. Werden wir da einen Mulchian-Train sehen? Interessant. Ja, ansonsten der Großteil des Feldes auf Soft unterwegs, das ist auch eigentlich der bevorzugte Reifen für einen Rennstart. Einfach beide sauber sind uns halt, ganz alles gut. Ich würde sich dann gleich zeigen. Binder mit einem guten Qualifying kommt bis auf Platz 14. Tusi 16. Nee, ich will jetzt hier. Und Vortrex verbremst du schon in der Einführungsrunde. Das ist auch nicht was. Ah, stimmt, Gamer hat ja noch 10 Plätze Strafe bekommen. Deswegen ist Vortrex auf 15, nicht auf 16, wie eben beim Start gesagt. Und ja, Dunlox rutscht dadurch einen Platz nach vorne, der sich eigentlich ganz qualifiziert hatte. Ja, das wird spannend. Der Weg bis Kurve 1 ist relativ lang. Und die ersten beiden haben ja auch verschiedene Reifenwahlen. Singularity auf Supersoft, Sakura auf Soft. Das bildet Renault schon, die Strategie. Und jetzt geht's los. Die Lichter sind an. Und der Start ist freigegeben. Singularity nicht mit einem sehr guten Start, muss man sagen. Da kommen beide etwa gar nicht gut weg. Seo wartet auch noch hinten ab, ist auf Platz 3 unterwegs und ja, Singo. Es kracht zwischen den Renaults. Flügel kaputt bei Sakura und Steyo nimmt die Führung außen herum. Alonso-Fan, bis auf Platz 17 vorgestoßen, das ist aber auch ein riesiges Pulk vor ihm. Und hier kann man sich schnell verbremsen, Amerika neben der Strecke. Und da ist der Crash! Unfall! Binder hat sich gedreht und war. Der andere konnte ich jetzt gerade nicht erkennen. Dennis auf 4, Mulchian, starker Start, schon auf Platz 5 davor gefahren. Coaliro und Simi haben wohl jeweils einen Platz verloren. Aber Sakura ist der größere Verlierer, hier sehen wir es. Coaliro attackiert wieder. Irgendwer ist aber vor mir aufgetaucht, der da Mulchian. Aber Mulchian, ganz starker Start. Von 10 bis auf jetzt wieder 6 nach vorne gekommen. Ich glaube, das Abkürzen war da ganz gut gerade. Aber vom Mars-Pilot fehlt bislang jede Spur. Da ist er auf Platz 10. Felipe auf Platz 9 vorgestoßen. Niklas auf 8. Und Niklas, der könnte jetzt in ein paar Runden so eine richtige Rolle spielen. Ja. Denn der wird ein Train sein. Ich wurde nur von dir die Hand. Okay, benimm. Wir haben Heck verloren. Oh, Amerika hat auch viele Plätze verloren. Und hat auch einen defekten Frontflügel. Da gab es eine Kollision mit Roh, wie die Rennleitung hier gerade einblendet. Also ordentlich Flügel. Ordentlich Flügel sind schon geflogen. Aber er bleibt draußen und Steo bleibt auf 2. Oh Gott. Ja, die ganz große Frage ist, kann Singularity wirklich davonfahren? Eine Scheiße, Mann. Ja, und schau an, Coaliro bettelt mit Dennis um Platz 4. War kurzzeitig sogar auf der 4. Position, musste sich aber wieder geschlagen geben. Und ich glaube, Sakura, der könnte jetzt da seinen Teamkollegen indirekt helfen, obwohl eigentlich beide ja für sich fahren.
Bin mal gespannt, was passiert zwischen René und Rojo. Erstmal ein schlechter Start von Force India Piloten. Miserabler Start. Richtig guten. Und das dürfte entweder in Kurve 1 oder nach. Ah, oh, da! Oh. Fährt der Vortrex hinten rauf. Und dann gibt's einen Crash mit Rojo. Richtig gut. Was ich richtig gesehen hab. Jetzt sehen wir es hier. Da fährt René ran und kommt. Oh ja. Ich hab nichts. Sorry. Aber das Auto scheint noch heil zu sein. Sieht nicht so aus, als wäre es ein Riesendefekt. Währenddessen Alonso-Fan weiterhin Jagd macht in die Punkteränge. Vorbei an Dan. Der auch seinen Flügel beschädigt hat in der ersten Runde. Was ein und hier ganz nah rankommt. Wir haben es leider nicht sehen können, was in Kurve 2 passiert ist. So, und jetzt Dennis gegen Sakura. Eigentlich eine leichte Sache, da Sakuras Flügel ja beschädigt ist. So, und das dürfte ein lockeres Manöver sein von Dennis. Und der kommt vorbei. Sakura versucht nochmal einen Konter zu wagen, hat jetzt nämlich die Innenbahn. Aber berührt das Heck von Dennis. Das war am Limit von beiden auf der Bremse. Und guckst an, Mulchen auf 4 nach vorne gekommen. Und ich guck zu. Unser Kursflug ist weiter beschädigt, der muss jetzt in die Box kommen. Ja, dem sein Rennen ist jetzt schon ziemlich erschwert worden. Koiliros Flügel auch beschädigt. Was glaubst du, was ich hab? Also ich habe kein Auto vor mir. Das ist ein riesiger Train, guck mal auf die Karte. Singularity und Stereo fahren dem Rest einfach mal davon. Ja, natürlich, die wurden alle mega aufgehalten von Sakura und seinem kaputten Flügel. Ja, und jetzt kann natürlich Dennis wegziehen, machen sie auch. Das sieht man sofort. Sakura, der struggelt richtig. Und Dennis und Mulchian können jetzt wegziehen und versuchen, Jagd zu machen auf die beiden Führenden. Währenddessen Koiliro einen Angriff gegen Sakura versucht. Aggressiv über den Körb, aber vorbei. Und jetzt Niklas außenrum. Lass mich innen, bitte. Lass mich, ich bin in der Box. Lass mich. Ich sag's doch dreimal, du. Unstimmigkeit zwischen Manor und Renault. Die Medien sind coming. Was ist das denn? Hinten geht die Post auch ab. Also wir haben schon ein paar Grüppchen hier. Außerhalb der Punkte rennen auch. Und René mit einem riesen Divebomb. Und 5 Sekunden Zeitstrafe für den Unfall in Kurve 1. Ja, kann man verkraften. War ja sein Fehler, hätte also sicherlich vermieden werden können. Ja, nee. So, und hier sehen wir es. Stereo kommt an Singularity ran, beziehungsweise ist schon dran. Das wird gleich ein Kampf werden um Platz 1. Stereo, der hat ja schon einen Rennsieg auf sicher in der Saison. Kann er heute wieder einholen. Er sieht momentan auf jeden Fall schneller aus als Singularity, der die weicheren Reifen drauf hat. So, und der Haas-Pilot hat auch seinen Flügel kaputt. Deswegen kommt Alonso dann auch immer näher und kann jetzt versuchen, am Haas-Piloten vorbeizukommen, der lange neben der Strecke bleibt, damit ja kein Zwischenfall passiert. Alonso-Fan macht das Manöver, geht vorbei, Platz 10. Ja, das wäre wieder mal ein Punkt für den Mann, der für Afghanistan fährt, im Red Bull Racing Team. Und hinten über dann die Post ab, dass es Amerika, der jetzt an Danox vorbei ist, und René, der jetzt auch innen rein sticht. Oh, gab es eine kleine Berührung. Beide noch unterwegs, keiner richtig abgeflogen. Ja, wir haben 4 Runden jetzt absolviert, es sind immer noch 22 Autos im Rennen. Das ist erfreulich, dass immer noch alle mit dabei sind im Renntrip. Und Binder war wohl schon in der Box, denn der ist auf 19 zurückgefallen und kämpft jetzt gegen Rohu um Platz 18 und geht vorbei. Schönes Manöver von Binder. Gut, muss man auch sagen, Rohu hat super mitgespielt, aber hat sich auch nicht wirklich verteidigt. Ja. Und Vortrex war auch in der Box, der ist dann wahrscheinlich mit Binder kollidiert beim Start. Ja, das ist gut möglich. Dann wird mir keine Aufzeichnung. Auch Trussi auf erhalten. 22. Also beide Mercedes hat es in der ersten Runde wohl erwischt. Ich kann es mir sonst nicht erklären, warum die schon in der Box sind. Sag nur, dass man nicht gegen da die aufhalten. Was heißt das? Ja, nicht unnötig falten, wenn es nicht sein muss. Also ich greife dich nicht dumm an und du. Ich glaube, du wirst schneller, wenn du vorbeigehst. Ja, dann ist die nächste gerade tauschen. Absprachen bei der Konkurrenz von Dennis, soll man sich
nicht gegenseitig aufhalten will. Natürlich, beide müssen eigentlich bestmöglichen Punkte mitnehmen. Auch wenn Dennis ja theoretisch schon durch ist, aber natürlich. Man muss jetzt alles geben und da sollte man sich nicht gegenseitig aufhalten. Ja, aber Dennis, der hat ja schon so einen riesen Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Das ist schwer, den noch einzuholen. Das ist ganz schwer. Ja. Alle, schau, Amerika gegen Dan. Das Duell um Platz 12. Und da gab es eine Berührung. Hier ist auch das Duell Benjamin gegen Niklas. Bleibe auf der Linie. Oh. Jo. Ganz eng, ganz eng. Okay. Jetzt haben die Position getauscht. Aber die Soften sind schon relativ angeschlagen. Interessant, Sakura spielt das Spielchen also mit. Mal gucken, ob er sich da so leicht gefallen lässt. Und hier ist eine riesen Gruppe unterwegs. Ab Platz 12 ist auch eine hohe Crash-Gefahr in Sachen Flügel verlieren. Oh fuck. Ja, guckst du an, Dennis, 6 Sekunden hinter der Konkurrenz. Der muss jetzt eigentlich hoffen, dass sich Theo und Singularity bekriegen, damit der den Rückstand wieder schließen kann. Oder natürlich ein Safety Car. Oder ein Safety Car, genau. So, und jetzt kommst du ja, die Supersofts bauen langsam aber sicher ab. Der Soft, mittlerweile kann man schon fast sagen, etwa gleich, vielleicht sogar jetzt so Ticken schneller. Steo hat aber nicht auf Fett geschaltet, warum auch immer. Eigentlich hätte er da vielleicht so vorbeikommen können. Ah gut, aber er weiß auch, dass sein Konkurrent früher in die Box gehen muss. Und vielleicht pusht er dann, wenn er freie Fahrt hat. Standbild bei Benjamin? Ärgerlich. Der wäre an Niklas vorbei gewesen. Dann guckst du ja, der Kampf um Platz 8 ist jetzt zu einer Dreiergruppe mutiert. Ja, alles gut. Alonso fährt ein gutes Rennen, obwohl er auch seinen eigenen Flügel vorne links angetitscht hat. Sorry. Spielt er hier mit? War ich das schuld? Nee, das war ich. Okay. Hab ich hier genügend Platz? Niklas kommt weit raus. Die Chance für Benjamin. Aber er zieht zurück. Er wartet ab. Mittelsektor zu überholen ist sehr riskant. Hallo. Guten Tag. Aber ich weiß nicht, Niklas, der scheint Probleme zu haben, mit dem Medium wirklich zurechtzukommen. Noch nicht? Ja. Da muss versuchen, auf jeden Fall seine Konkurrenten hinter ihm zu halten. Weil er danach ja einen Reifenvorteil hat. Ja, muss schauen, dass die Konkurrenz vor ihm vielleicht nicht allzu weit wegfahren kann. Momentan beträgt ja der Rückstand auch für Liebe gut 2 Sekunden. Sorry. Ja, Vortrex, wir lachen doch darüber, oder? Das war 100% Dummheit. Und da bei Rocket League, dann machen wir Witze darüber. So, und jetzt für Liebe gegen Guerrero. Wird das was? Versucht es der routinierte Red Bull-Pilot? Wir wissen es nicht. Ja, und die Regie schaltet um auf den Zweikampf Benjamin gegen Niklas. Ja. Spät auf der Bremse der Manor. Aber muss sich dann im Endeffekt doch geschlagen geben. Er ist neben die Strecke gekommen, dort hat er keinen Grip, konnte nicht raus beschleunigen und die Mediums sind da sowieso nicht gut genug, um gegen die Soften sich durchzusetzen und dementsprechend hat er jetzt den Platz verloren. So, da waren wohl noch ein paar andere in der Box mittlerweile, weil Rohu schon auf 17 vorgestoßen ist, Vortrex auf 18. Und erstaunlich ist, der Binder, der zieht den Williams weg. Der ist schon über alle Berge. Ja. Also da muss Ruhe ein grober Schützer gehabt haben. Und hier ist der Haas von Simi, der wohl gerade in der Box war. Also die beiden Haas-Piloten auf 21 und 22. Wobei man sagen muss, Danox heute nur Ersatzpilot, weil Paddy heute leider verhindert ist. Und der Führer, der geht in die Box. Und jetzt die Frage, stellt Steyo auf Fett oder nicht? Ja, er stellt auf Fett, freie Fahrt, pushen. Der hat die Reifen noch schön geschont bis jetzt. Ja, macht das ganz clever bis hierhin. Mal gucken, ob diese Strategie im Endeffekt aufgeht. Dan bleibt draußen und ist auch im Sauber-Sandwich. So, und die Frage ist auch, wo kommt Singularity wieder raus? Kommt er da jetzt raus? Oh, ja. Da genau! In der Gruppe mit René und Amerika. Das ist ärgerlich. Das ist ganz ärgerlich, wenn es um den Rennsieg geht. Das wird viel Zeit kosten. Das kann er gar nicht gebrauchen. Denn Steyo hat jetzt vorne freie Fahrt. Und währenddessen die beiden sich hier bekriegen, verliert der Zehntel um Zehntel um Zehntel. Philippe, ich fahr gleich
Natürlich hoffe. Boah. Und jetzt kommen wir sogar noch in einen Mittelabschnitt, wo es ganz schwer ist zu überholen. Also, der hat jetzt eine ganze Runde lang die Arschkarte. Und 11. Okay. Also, wir sehen mit dem Boxenstopp von Danox. Ein Flügelwechsel und der Wechsel auf den Supersoft. Mulchan, der findet immer besser zurecht in der Liga. Irgendwie von Rennwochenende zu Rennwochenende sieht man immer, ihn immer weiter vorne. Und kämpft heute sogar ums Treppchen, wenn man realistisch sein will. Okay, ich versuche bitte nichts Blödes, ich gehe in die Box. Du bist in die Box? Ja, Williams hat sich gefangen, nachdem sie ja zu Saisonbeginn sehr lange ohne Punkte unterwegs waren. Die Verpflichtung von Mulchan war ziemlich wichtig für sie. Ja, da hat man einen routinierten Fahrer verpflichtet, der sicherlich auch dem Rookie Ruhu auch ein bisschen Druck gemacht. Ich hab mich gewundert, da gibt es die Berührung. Hinter mir und von einmal was hier. Ja, weil ihr beide habt da. Weil er ihm sicherlich Druck macht und sich sicherlich ihm auch ein bisschen weiterhelfen kann. Und somit auch Punkte holen kann, so wie es Ruhu dann in Silverstone gemacht hat, mit Platz 4. Ging doch. Sehr spät die Weakest vom Start. Ja. Ich sehe auch nichts. Boah, Mulchan, was hast du für einen Start? Richtig guten. Viel ist nicht passiert, außer dass die beiden Renaults sich in die Quere gekommen sind. Aber den Start von Mulchan, genau den hier, den möchte ich gerne sehen. Das war ja ein super Start. Ging doch. Oh ja. Der Haas kommt aber ziemlich schlecht weg und dann, wow. Ein klasse Start. Perfekt getimed, perfekt geschaltet, kein Wheelspin. Ich hab nichts. Alles und gut. Kommt bis auf die 5 nach vorne. Gewinnt 5 Positionen alleine bis zur Kurve 1. Wow. Ging doch. Ja, da sieht man auch, Amerika muss ausweichen. Ich sehe auch nichts. Oh, Mulchan, was hast du für einen Start? Richtig guten. Du Sack. Wow! Oh, und das war richtig eng. Und da gibt's noch den Schlag vom Haas-Piloten obendrauf. Mal schauen, wie Trussi den Flügel kaputt gemacht hat. Da sehen wir auch René links hier fast stehen geblieben ist. Ich sehe auch nichts. Oh, Mulchan, was hast du für einen Start? Richtig guten. Runter in die erste Kurve. Ich hab nichts. Alles das sah noch gut aus ja, zu dem Zeitpunkt. Sorry, wer war ihm? Aber auch Tussi gewann. Drei Positionen am Start. Wer war ihm? Und jetzt dürfen wir wohl gleich den Zwischenfall sehen mit Binder. Ich hab nichts gemacht. Los, leckt. Es hat geleckt. Ich bin an ihm draufgefahren. Da taucht Tussi in ihm auf. Oh, der Mulchan, der hat aber auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, hat auch profitiert von dem Fehler von Goiliro, dass er dem Sakura da hinten drauf gedonnert ist. Stimmt, das war Sakura. Ja, hier hat ihn abgefahren. Sauber in der Pedalaufnahme. Und dann, okay, war eine Kettenreaktion. Sakura fährt jetzt hinten drauf, Goiliro fährt Sakura hinten drauf und Mulchan profitiert, gewinnt zwei Positionen, vorbei auf Platz 4 und jetzt gibt's halt den Zweikampf fürs Podium. Für ein bisschen unnötig von Goiliro, sich da gefühlt kaputt zu fahren. Oh, in der ersten Kurve Wheelbang zwischen Benjamin und Simi. Ich bin nur interessiert, wie Amerika so weit nach hinten gefallen ist. Wieso ist das hier so ein Zug hier? Alonso-Fan hat auch kein Push-to-Talk. Nein, das wäre wirklich scheiße. Nein, das wird ziemlich gut. Das war wohl ein paar Runden vor der Boxenstopp-Phase. Joe-Cap gegen Goiliro. Joe-Cap versucht, der außenrum vorbeizugehen. Und schafft's auch. Wir haben vorhin darüber geredet. Goiliro hat, guck mal, wie wenig Benzin er dabei hat. Minus 3 Runden, ja, das heißt dann also, der muss im mittelsten oder na, muss eigentlich fast im mittelsten oder gegen Ende richtig Benzin sparen. Ach so. Und, oh, da verliert Wortrichs die Kontrolle, crasht aber nicht in die Leitplanke. Haut euch mal jeder gegenseitig. Und hier sehen wir, wie Goiliro in der Box schon jetzt hinter Ruhe stecken geblieben ist. Nein. Schon wieder.
Ja, aber das ist jetzt eigene Dummheit. Ja. Also, das hätten wir auch verhindern können. Das ist jetzt nämlich wieder ein ganzer Stint, der ruiniert wurde. Weil man einfach einem hinten raufgefahren ist. Und hier, Mulchen hat richtig Schwein gehabt. Und das Spiel kann auch einem da gut und gerne einen Frontflügelschaden ins Gesicht drücken. Hat es aber nicht. Oder Zwischenfälle besser gesagt. Ja. So, wir sind immer noch im Replay. Oh. Wo Simi ja, ich hab den Flügel bei Danox abgefahren hat. Ja, am eigenen Teamkollegen, ja. Das macht die Lage nicht besser auf dem letzten Platz. Nee. Ich dachte jetzt einen Moment, du willst es da noch innen reinziehen. Jawcap, Soft, Super Soft oder Medium? So, wir kommen jetzt auch langsam in die Phase, wo sich die Soft-Piloten darauf einstellen müssen, einen Boxenstopp einzuplanen. Und, oh, der rutscht ja ordentlich. Und das heißt auch, ja, wollte gerade sagen, dass Dio jetzt bald in die Box geht und sieht also, dass Fan-Duells Dio gegen Singularity gibt. Die Frage ist... Ich glaube, Steo gewinnt das. Ja, weil, guck mal, wie groß der Vorsprung verloren hat. Ist. Ja, das ist nämlich die Frage, die ich stellen wollte. Wie groß wird der Vorsprung sein, wenn der rauskommt? Der wechselt nämlich auf den Supersoft, hat die schnelleren Reifen jetzt gewählt. Ja, aber... Bin ich mir nicht so ganz sicher, Singularity, der kommt vorbei. Der hat sogar durch diesen Stint Zeit gut gemacht. Kann ich mir gar nicht erklären, wie das wirklich möglich ist, aber es ist nun mal so. Vielleicht hat er auch, voll gepusht und muss dafür am Ende einen Stop mehr machen, das wäre auch eine Möglichkeit. Dass er jetzt die ganze Zeit Vollgas gegeben hat. Und Safety Cup wäre jetzt richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier nennen soll, was hier vor mir herfährt gerade. Ein Semi, das schon wieder den Flügelschrott hat. Obwohl, ich muss jetzt versuchen, an René noch vorbeizukommen, bevor der Kurve geteilt kommt, aber es wird schwer. Der Letzte ist. Wait, what? Oh, Plattfuß Rojo. Und das in der ersten Kurve. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du da schon Platz lässt. Oh, sorry, dann pupen wir das gleich. So, Mulchian, der hängt immer noch hinter René fest. Im Mittelsektor kommst du nicht vorbei, vergiss es. Und Amerika lässt auch seinen Teamkollegen vorbei oder hat er auch einen Plattfuß? Der ist langsam, ich glaube, der hat einen Platten. Ja. Der muss einen Platten haben, der ist sau langsam, noch ein Platten, zwei Reifen schäden. Das Auto hing vorne links runter. Na, und der René hat jetzt Mulchian ordentlich Zeit gekostet. Oh, Unfall! Philippe und Singularity! Achtung, ich muss in die Box. Oh fuck, ich bin vorbei. Und Amerika schlittert immer noch rüber. Airgamer, bist du so weiter! Airgamer, Fanrasier, jetzt Joker. Ist hier Party! Alter Schwede, jetzt ist hier aber einiges los gewesen. Alter, und Steve übernimmt die Führung. Gamer Fan, alter Schwede! Oh, drück Benjamin in die Wand! Ja, meiner ist jetzt auch Schrott. Frontflug ist angeschlagen bei Benjamin. Steo, weil es ihm gerade geschossen wurde. So, und die ganze Action, die wir jetzt irgendwie auf die man eigentlich verteilt hätte wollen, kommt alles auf einen Schlag. Ja, aber schieß einfach nach rechts. Ich hab überhaupt nicht nach rechts gezogen. Doch, hast du. Außer ja, bei mir aber auch. Ja, und guck, Simi, der hat einen ordentlichen Train hinter sich. Hinter sich bin da eine halbe Sekunde nur. Da kommt da jetzt raus, ist Amerika, ne? Ah, und Binder versucht es. Versucht es, die eine... Binder versucht. Oh, es gibt eine Kollision. Ich hab nichts gemacht. Nee. Ich war links. Ich hab dir Platz gelassen. Ja. Du kannst gucken nachher. So, ordentlich Replay. Oh, was ist genau passiert? Was macht ihr da? Nein, gerne Flügel. So wie es aussieht, kommt die Kollision von Singularity her. Ich glaube, wir haben keine Sicht von ihm, deswegen ist es schwer zu beurteilen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, war... Dings hinter ihm. Interessant ist, ich war einfach so viel Sprit. Ich will die Box! Oh, Gamerfan! Was ist das jetzt? Ich will die Box, fahr! Okay, Gamer Fan will in die Box. Viele Leute das Rennen. Gamer Fan im Job. Also ich glaube, der erste Stint von Gamer Fan, den wird er gegen Ende nicht mehr so schnell vergessen. Was da noch passiert ist. Ja, was ich ihm sagen wollte zu Philippe und Singularity, ich glaube, Singularity wollte außenrum vorbei und Philippe hatte die Kurve innen, hat sie nach außen tragen lassen, während Marcel noch daneben war. Man muss doch noch Leute ganz normal abschießen. Gut möglich, gut möglich. Aber abschießen wollte ich dich nicht.
ähnlich wie wir es am Anfang gesehen hatten mit, wer war denn das? Sakura und Niklas. Ach, Gamer-Fan. Ach, du hattest sogar einen Heilsprung. Also, Steo führt jetzt mit dem Super Soft, kann jetzt natürlich pushen. Sein direkter Rival für den Rennsieg, der ist weg und ich glaube, das Ding ist gegessen. Oh, der Medium scheint nicht besonders viel Rip zu bieten. Miklas rutscht da durch den Mittelsektor. Gut, seine Hinterreifen sind auch ordentlich Chef, schon runtergefahren. 70% hinten links. 70%, die Reifen sind doch gut. Susi, bist du letzter? Nein, ich halte dich. Ich bin 12. Kavaliere, wollt die Box gehen? Kavaliere, wann willst du in der Box? Oh, Kavaliere ist langsam unterwegs. Philipp hat ordentlich mehr Pace. Okay, so lange bin ich nicht draußen. Oh, Qualiro hat gerade so gesehen, dass Philipp da reinsteht. Das war sehr optimistisch vom Red Bull-Piloten. Bei mir war das okay. Also ich habe jetzt aber. Hätte ich dich nicht gesehen, hätte ich dich abgeschnitten. René. Da gibt es auch die Diskussion zwischen den beiden. Ja. Welchen Reifen? Also wenn man da schon guckt, ja, mit einem angeschlagenen Flügel ist es halt schwer und Ausfall. Ruh ist draußen. Ruh hat allerdings auf in der Box aufgegeben. Und es gibt VSC, trotzdem VSC. Was so, und vielleicht, vielleicht hat Ruh irgendwo Reifenteile liegen lassen, weil er der am Plattfuß den zurückbringen musste. Und jetzt können Sie gewinnen. Welcher Grand Prix-Sieger der FN Pros League ist in Wirklichkeit ein Hippo? A. Felipe Massa 1998 oder B. Nico Hippoberg? Rufen Sie jetzt an unter 01379 E10 E10. Nutzen Sie Ihre Chance auf einen Ford Mustang im Wert von 37.000 Euro. Viel Glück! Ich heiße Tobi, bin von Walitzkis Gulasch. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie sehr viel von unserem leckeren Gulasch kaufen, damit sich Wali Duschgel leisten kann. Das ist Gulaschheld. Gib einfach deine Postleitzahl ein und entdecke die Qualität. Frische und schnelle Lieferung unserer besten Lieferservices. Bestellen Sie jetzt, online oder per App. Essen ist da. Die Flügelschlacht in Ungarn wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Genießen Sie es! Das virtuelle Safety Car kann jetzt natürlich einigen sowas von in die Karten spielen. Und welchen Roho gab das Rennen also auf. Da gab es wohl zu viele technische Probleme und nach dem Platten. Der Frust spielte wahrscheinlich sicherlich auch eine Rolle. Oh oh. Ja, sei es drum. Währenddessen jetzt kurz noch das Virtual Safety Car draußen ist, sehen wir nochmal ein paar Replays hier, wie zum Beispiel Steo definitiv an Niklas vorbeigekommen ist, der noch auf dem Medium unterwegs war. Ey, Alter, was ist hier los? Oh, ey, das ist ja noch schlimmer, ich bin da in der Flügelschrott. Ja, und Niklas könnte dieses VSC gelegen kommen. Und hier sehen wir, wie sie einen Fehler macht und beide sauber, beide vorbeilassen muss. Auf ein Föhn. Komplett die Kurve abgehört. Boah, und das war wieder ganz eng. Ja, es ist schon ärgerlich. Der Haas-Pilot hat ein gutes Qualifying, profitierte auch von den Bedingungen in Q2, aber im Rennen, da läuft es einfach nicht. Ich kann nicht fallen, So, Niklas geht hier an seinen heutigen Teamkollegen vorbei, sein effektiver Teamkollege Swaggy. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Swaggy hatte eine Rennsperre. Und zwar aus dem Grund, wahrscheinlich werden jetzt einige sagen, das ist ein lächerlicher Grund, aber es ist normal im Reglement festgelegt. Man hat sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anzumelden, beziehungsweise sich abzumelden. Und wenn man erst danach kommt und sich nicht da anmeldet, wo man sich anmelden muss, dann gibt es halt keine Rennzulassung und die hat Swaggy jetzt halt heute nicht bekommen und deswegen heute kein Swaggy mit dabei. Und das ist traurig, denn in den Trainingssessions, da war der super schnell unterwegs, das heißt, und das hätte wahrscheinlich wie in Hockenheim ein Steo vs. Swaggy 2.0 geben können. Ja, wobei man so dazu sagen muss, so wie du es mir erklärt hast, klingt es ja schon fast, als würde man jemanden auswischen wollen, aber das Problem war, wir hatten auch 22 angemeldete Fahrer. Also, er hat sich ja komplett nicht angemeldet, so komplett nicht, es hat nur dann irgendwer angemerkt, so kurz vor Rennstart, dass er sich nicht angemeldet hat, und es waren halt 22 Piloten da, die sich halt alle auch gefreut haben, teilzunehmen. Deswegen konnte man jetzt nicht noch ein Auge zudrücken. Es waren sogar mehr als 22, die sich gemeldet haben für dieses Rennen. Komm echt nicht rein, das ist total komisch.
Wir hätten sonst wahrscheinlich ihn doch noch mitfahren lassen, aber da halt eben 22 Fahrer zur Verfügung standen, ja, setzt dann halt das Reglement ein und da steht halt drin, wer sich nicht bis 19 Uhr oder so anmeldet, der ist auch nicht dabei. Ich weiß, ihr könntet euren Frust rauslassen, ich sehe schon Kommentare wie, das ist aber Stammfahrer, lässt ihn doch fahren, auch wenn er sich nicht angemeldet hat. Man will halt Gewissheit haben und, ja, und nicht immer kurz vor Rennstart wissen, ja, jetzt kommt der und der. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Interessiert uns. Ja, sicherlich. Mal unten reinschreiben. So, und währenddessen wir jetzt ein paar Piloten sind, können wir doch mal schon mal die Frage stellen oder schon mal ein bisschen darauf aufmerksam machen, wen können wir heute für Simple of the Day nominieren? Stimmt, da gab es bis jetzt eigentlich noch keinen richtig auffälligen Fahrer. Wobei natürlich Singularity am Anfang seinem Teamkollegen unnötigerweise den Flügel abgefahren hat. Föhn ist nicht positiv aufgefallen. Ich habe Freaky beim Start einmal schreien hören. Föhn, was machst du da? Dann hat Föhn ja einmal Jawcap in die Wiese geschickt, sich selbst einmal ein Jawcap weggedreht, ein paar Mal abgekürzt, aber so richtig aufgefallen ist bis jetzt noch niemand. Ja, wir haben ja noch gut 15 Rennrunden Zeit, um unseren Simpel hier zu nominieren und euch preiszugeben. Also warten wir mal ab, das Rennen geht noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, der Gewinner von Monaco, ja, vom Simple Award, Thiele ist ja heute da nicht dabei. Ja, der hat ja einen Panzer, ein paar Runden lang. Und trotzdem hat er einen Panzer zerstört. Irgendwie kann man seinen Panzer immer zerstören. So, Runde 20, Zweikampf, Niklas gegen Sakura. Niklas war in der Box, Sakura wird nochmal in die Box gehen müssen und jetzt, ja, Niklas, freie Fahrt. In die erste Kurve hinein und geht am Renault-Piloten vorbei. Und boah, Sakuras so, Vorderreifen. Leck mich fett am Arsch. Ja, warte, bis noch jemand ausschaltet. Der muss jetzt aber schon schauen, dass er mit dem Reifen noch diese Runde überleben kann und dann sofort in die Box. Bei welcher Rundenzahl seid ihr denn gerade? Aber die Frage ist, kann man. Was sind's? 13 Runden überleben! Da ist gelb, da steht jemand. Ausgang Kurve 1. Dan steht. Und auf Vortrag hat schon wieder einen kaputten Flügel, das haben wir nicht im Replay gesehen. Fällt ein Flügel-Counter, ja, unten rechts. Ja, Dan, was ist passiert? Der Zweikampf mit Amerika. 21. Oh! Da lässt er nicht mehr so lange. Da steht jemand. Ärgerlich, ganz schön ärgerlich. Ich glaube, Amerika kam da ein bisschen rüber beim Rausbeschleunigen, aber ich würde mich jetzt an einem Replay nicht festlegen. Ja, zum Glück müssen wir das nicht entscheiden. Das entscheiden ja die Stewards. Wir sind ja nur hier, um euch dieses Rennen kommentieren zu dürfen. Dieses, wie soll man sagen, teils chaotische Rennen, aber auch jetzt ein bisschen einseitiges Rennen. Zumindest an der Spitze, ja. Pass auf, ich bin aus. Ja, fahr vorbei. Ja. Schon wieder wird Sieber Föhn beschwert von seinem Teamkollegen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, das Team Sauber möchte gerne einen simpler Ball abstauben heute. Damit man wenigstens etwas abstauben kann. Oh, da gibt es die Berührung, aber beide sind erfahren genug, um zu wissen, wie man sich da retten kann. Ja, hat ziemlich Leute Glück gehabt, dass Philippe sein Gegenspieler war. Bei einem jüngeren, unerfahrenen Piloten hätte es da jetzt vielleicht gekracht. René gegen Alonso-Fan, das ist der Kampf um Platz 9. Alonso-Fan fährt ein starkes Rennen, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Wenn jetzt 1 Euro pro Tag an das SS Binderdorf. Zum Fidan. SS Binderdorf. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist gelaufen. Das Einzige, worauf er sich jetzt noch festlegen kann, ist eine schnellste Rennrunde. Wenn er noch einen Punkt haben will, dann muss diese herkommen. Und nicht sich teuer einkaufen. So, und Benjamin, der ist aktuell auf der 4 unterwegs. Der ist stark unterwegs. Aber, ich sag jetzt mal, aber der wird nochmal in die Box gehen müssen. Aber trotzdem Platz 4. Ja. Fällt mehrmals positiv auf. Ja, der hat dann am Anfang der Saison einige gute Rennen. Ich erinnere mich nur an Mexiko. Da hat er auch eine schlechte Phase mitten in der Saison. Und jetzt zeigt er mal wieder positiv, was er kann.
Der Elefant, der will seine Zuckerstückchen verdienen. Und mit solchen Ergebnissen bekommt er die sicherlich auf alle Fälle. Mulch, aber ich sag's dir, immer noch dran. Der Kampf hier um Platz 2, das kann interessant werden. Dennis gegen Mulchian. Benjamin, gehst du vorbei? Ja, ist einfach nur dran. Aber spielt jetzt auch eine Rolle, was Mulchian jetzt noch mit diesen fast zu Tode gefahrenen Reifen noch zustande kriegt. Und was er nachher raufzieht. Dennis hat Fett gemischt drin im Mittelsektor, ist unheimlich ein bisschen, weil da bringt's dir nicht besonders viel. Nicht aktuelle Balken, Schrank! Aber die Sache um den Sieg, das ist, sag ich mal, gegessen heute. Sakura auf Platz 12. Und immer wieder, wenn Dennis nicht gewinnt, dann können die anderen nicht profitieren. Können sie einfach alle nicht. So, und wie ihr unten rechts schon seht, Driver of the Day. Oben rechts die Anzeige anklicken, euren Fahrer auswählen, für den ihr heute stimmen würdet. Aber wie gesagt, auf eigene Gefahr anklicken, bis zum Ende warten am besten und dann anklicken. Sonst ist vielleicht sogar eine Spoiler-Garantie vorhanden. Nicht vielleicht, ist eine vorhanden. Warum schaltet er zweimal? Jetzt kann ich mal ein Safety-Car rauskommen. Ja. Okay, ich fahr gegen den Mann. Ja, dann kann man auf Softs wechseln. So, wir haben noch gut 12 Runden vor uns. Hä? Und wir haben einen Zweikampf. Simi gegen Binder, die zweite. Action. Nur diesmal in der umgekehrten Reihenfolge. Diesmal wirkt Simi deutlich schneller. Oh, bei Binder qualmt. Oh, und der geht in die Box. Die ist gerade einen Platten gefahren. Hast du das richtig gesehen? Was? Die ist gerade einen Platten gefahren. Ja. Na du? Nein. Nicht? Sieht das so aus, als hättest du dich vorne links einen Platten? Nee, noch nicht. Also, kann er. Noch nicht. Noch nicht einen Platten. Interessant. Gut, Coiliro geht an Gamerfan vorbei. Ist auch eine Phase, wo jetzt viele auf dem Medium unterwegs sind. Und Steo war in der Box. Und da sieht man schon, was für einen riesen Vorsprung der hat, wenn der direkt hinter Dennis rauskommt. Alter, ich hab 15. Das sind schon fast 20 Sekunden. Ja, der kontrolliert das Rennen. Ja, und Mulchian ebenfalls in der Box. Ja, ich will dich nicht so aufhalten. Würde gern wissen, auf welchen Reifensatz er gewechselt ist, ob er nochmal einen Soft genommen hat oder ob er jetzt auf Medium gegangen ist. Theoretisch gesehen müsste der Soft eigentlich die restliche Distanz noch durchhalten. Ja. Wobei, jetzt wundert mich, dass Dennis nicht reingegangen ist. Oder will Dennis Supersoft mitnehmen? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dennis, man kennt ihn ja. Der kann Reifen schonen wie ein Weltmeister. Ist ja auch ein Weltmeister. Aber auf diesem Fach ist er wirklich super. Da kann ihm eigentlich keiner wirklich das Wasser reichen. Außer vielleicht noch René, aber René ist von der Grundgeschwindigkeit halt eine Liga unter Dennis. Ansonsten wird der ihm Konkurrenz machen können. Und da crasht er. Aber so schon mal keine Reifen, René. Dreh an Alonso fährt. Oh, und wie fährt denn der zurück? Gefährliches Zurückfahren. Das gibt Konsequenzen. Gut, ich glaube, da wollte René auch nochmal so eine Bewerbung für ein Simple Board rausschmeißen. Ja, ich glaube schon. Und Gamerfan hat die Session verlassen, stand da unten. Oh, fällt sich doch schön. Und hier ist ein Train. Welcher Renault-Fahrer ist denn das da vorne? Just Drifter, eigentlich dürfte das Singularity sein. Auf jeden Fall wird Mulchian ausgehalten, das ist nicht gut für ihn. 10 locker. So, und jetzt ausbeschleunigen, Mann geht dann Felipe vorbei. Oh, ganz enge Geschichte hier. Und das macht nicht den Anschein, als würde einer von denen in die Box abbiegen. Nein, Mulchian muss warten. Ja. Einen guten Kurvenausgang muss er jetzt wisst ihr vielleicht, warum Ferrari den Dennis draußen lässt. Weil der da nicht mittendrin rauskommen sollte. So, Mulcher mit jetzt. Es gibt einen Dreikampf in die erste Kurve hinein. Joe Cap gibt nach. Felipe verbremst sich. Mulcher steht eigentlich ideal. Kann der es aktivieren und geht an Felipe vorbei. Starkes Manöver. Sehr schön. Das ist, was wir sehen wollen. Da muss man mit Köpfchen arbeiten. Hat er gemacht. Clever gemacht. Und das Podium würde hätte sich eigentlich sowas von verdient heute. Die Frage ist nur, Platz 2 oder 3? Oh, schöner Zweikampf hier zwischen Felipe und Joe Cap. Ja, da vorne sehen wir Singularity auf der 5. Und ich weiß nicht, davor, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auf der 4 unterwegs ist. Könnte aber auch ein Niklas mal da vorne sein. Nein, Singo hatte doch 1. Aber sicher bin ich mir nicht. Also dasselbe.
22, 1. So, Dennis, jetzt geht er in die Box. Mal schauen, wo er rauskommt. Und der wählt Supersoft aus. Ja. Danke. Am Limit! So, könnte Benjamin, aber entscheidend sein am Ende. Wo ist der Führende? Benjamin ist auch vorbeigefallen und tatsächlich ist Niklas aktuell noch auf der 4 unterwegs. Ey, nichts mehr zu verlieren. So, und wo? Nee. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus für Mulchan. Ja, und der hat gepackt. Vorbei. Stark. Wenn es kommt, nein, hinter Philippe raus. Jokab ist in die Box abgebogen. Genauso wie Singularity. Und Teamkollege Amerika auf Platz 7. Ja. Boah, wer hat denn das wieder in Dauer sind? Gibt's endlich mal wieder ein paar Doppelpunkte für Ferrari? Ja. Scuderia Dennis könnte auch gut und gerne mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich bin gespannt, ob Sakura hier jetzt vorbeikommt. Amerika ist auf den härteren Reifen unterwegs. Aber jetzt kommt erstmal wieder der Mittelsektor und da ist kein Vorbeikommen. Richtig. Währenddessen Simi auf 16 rumgurkt. Und fliegt hier auf Supersoft. Das kann nur eins heißen. Der will eine schnellste Rennrunde. Warum will der mich jetzt schon? Aber der kämpft gegen Wartrex und das haben wir nicht auf Bild. Warum haben wir das nicht auf Bild? Warum ist der Cutter bei Simi geblieben? Was soll denn das? Der fährt hundertprozentig nochmal rein. Gut, kann ich gerade nicht verstehen, warum jetzt gerade mir zugesehen hat, wie ich da hinten rumgurke, aber alles klar. Da gab es einen Zweikampf um Platz, ja, was war es, 17? Den sieht man einfach nicht. Finde ich schade. Können wir auch mal zeigen. Theo, fährst du rein? Nee. Oh Mann, fahr doch rein, ich will meinen Führungsrunde haben. So, und Dennis, der muss pushen. Ja. Wir pushen nach diesem Manöver auch kurz in die Werbung für den Endspurt. Läuft. Und jetzt können Sie gewinnen. Welcher Grand Prix-Sieger der FNs Pros League ist in Wirklichkeit in Hippo? A. Philippe Massa 1998 oder B. Nico Hippoberg? Rufen Sie jetzt an unter 01379 E10 E10. Nutzen Sie Ihre Chance auf einen Ford Mustang im Wert von 37.000 Euro. Viel Glück! Och komm, ein WM-Titel in der F1 Bros League? Wer braucht einen WM-Titel, wenn du die Nase hast? Oder die Nase, wenn du Style hast? Du brauchst keinen Style, wenn du Moves hast. Oder Moves, wenn du die Zahnlücke hast. Oder die Zahnlücke, wenn du ein Autogramm von Kimi Räikkönen hast. Und Autogramme, wenn du mit ihnen durchdrehen kannst. Gutes Aussehen? Wer braucht gutes Aussehen, wenn du Kronbacher hast? Und Kronbacher, wenn du Binder hast? Wer braucht all das, wenn du ihm die Tür zumachst? Die geilste Lobby hast, den Grips, die Technik, das Ohr. Wer braucht all diese Dinge, wenn du dein eigenes Mixed Grill hast? Und jetzt mach was draus. Partyfix! Partyfix. 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 Partyfix? Uhu, Partyfix. Fixiert fix. Wieder und wieder. Partyfix. 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 Partyfix? Uhu, Partyfix. Fixiert fix. Wieder und wieder. Ich hab jetzt ein Baumhaus. Dafür hab ich einen Hund. Und ich hab meine eigene Kinderschokolade. Oh. Jetzt mit jeder Aktionspackung Gratishülle mit eigenem Foto für eine ganz persönliche Binder-Schokolade bestellen. So, wir sind zurück. Nach einer längeren Werbeunterbrechung. Und währenddessen wir sehen, wie Simi sich gegen Moatrix wehrt, der will den um Gottes Willen nicht vorbeilassen. Ja, diesmal hat die Regie sich entschieden, doch mal Moatrix zu zeigen, nachdem wir das Manöver an Freak ja nicht sehen durften.
dann guckst du an, der Haas, der wehrt sich. Wenn er schon nicht in die Punkte fahren kann, dann will er wenigstens doch den Roher Drecksack hinter sich halten. Will er sich wohl im Kopf denken. Und Vicky ist auch dahinter, also das, die Sache da hinten ist auch nicht gegessen. Und hol sie auf 9! Venus schießt sich ab, schade. Ist durch? Ja. Jetzt geht er in die Box. Hat er sie genug geärgert? Das schelmische Grinsen unterm Helm. Wenn nichts mehr geht, dann einfach das Bestmögliche draus machen aus der Situation. Aber es Vortrex und Freaky auch egal sein kann, Punkte ist für beide eh nicht mehr in Reichweite. Außer man geht, man versucht die schnellste Rennrunde zu holen. Man hat ja noch gut 5-6 Runden Zeit, je nachdem in welcher Runde man gerade ist. Ja, Philippe auf 4, nicht schlecht. Aber Benjamin ist nämlich gut. Benjamin auf 5 und der ist auf Supersoft unterwegs und der kann pushen, denn Philippes Reifen, der hat vorne links schon 56%. Ja, weil ich wissen, ob wir immer auf derselben Stelle sind. Also, dass ich einen selben Umstand habe zu dir. Ja, und Benjamin, der geht vorbei, als wäre da ein Schatten. Oh, wo bist du gerade? Und Sakura gegen Niklas. Das hatten wir schon mal, das Duell. Ja, hatten wir vor gut 10 Runden gab es dieses Duell schon einmal und die Berührung! Hey, du Sack, du Hässlicher. Du verdammt, du, wenn... Ja, und Sakura regt sich auf. Niklas, komm mir nicht zu nah. Ärgerlich, aber hast du gesehen, wie nah Sakura schon an Singularity eigentlich dran war? Ja. Das ist erstaunlich. So, Mulcha muss die Kurve ab. Aber der Kampf von Platz 2, das wird intensiv. Dennis gegen Mulchan. Und das geht noch gut 3,5 Runden so weiter. Dennis hat die besseren Reifen, das sieht momentan eher pro Dennis aus. Aber natürlich, Ungarn ist nicht so einfach zu überholen. Da kann Mulchan sich verteidigen. Versuch! Mit starkes Mut Manöver! Vorbei. Der hat Eier! Schönes Ding, ganz schönes Ding. Währenddessen wird sie einen Reaper sehen von Alonso-Fan mit Joe Cap! Hey, du Sack, du Hässchen. Währenddessen immer noch das Team Ready von Sakura noch einmal. Also etwa gleichzeitig gab es dann auch noch den Zwischenfall mit Sakura gegen Niklas, den ich gerne jetzt sehen würde. Vielen Dank, Regie. Na. Da gibt's den Schlag. Sakura hat zwar keinen Schaden davon genommen. Aber Zeitverlust. Ja, aber ich glaube, da kamen beide aufeinander zu. Also es fängt jetzt hier für Dennis irgendwie rüberkommen. Für Niklas irgendwie rüberkommen. Ja, und da schau Niklas jetzt gegen Singularity, auch hier wieder am Limit. Aber schieß mich nicht ab. Hab ich dich berührt? Nee. Ja, und es sieht mir, als wäre Niklas ein bisschen ungeduldig. Der will vorbei. Er hat auch schon das fertige Misch drin. Aber will ich jetzt für den Mittelsektor eigentlich rausnehmen, weil da bringt es dir nicht wirklich allzu viel. Ja. Ja, und Dennis hat reißt sich vorne halten können. Ja, reißt die Lücke auf. Der Haas über 100. Mal gucken, wie er diesen Vorsprung jetzt noch bis ins Ziel verwalten will. Das könnte Sakura sein. Das ganze Rennen war so ein Mulchian schneller aus. Aber jetzt ist Dennis derjenige, der doch schneller wirkt. Die Frage ist nur, wie lange halten die Supersoften gegenüber den Soften? Oh. Genau, und wie kommt Benjamin noch ran? Das ist die andere Frage. Der lauert auch noch da hinten. Und kurz anzusprechen, Steo, der hat zu diesem Zeitpunkt einen Vorsprung von 22 Sekunden. Fach hinter mir? Das ist einfach nur wow. Und da vorne könnte auch nämlich Singularity sein. Aber nein, der muss sich nun mit Niklas begnügen. 3 Runden vor Schluss. Pusht Niklas, als gäbe es keinen Morgen. Oh, fuck. Und der... da gibt's sogar das Wheelbang. Welcher Platz bist du? Jetzt müsstest du es aber geschafft haben. Wie viel Abstand zur 11? Zu wenig. In die Linkskurve hinein. Singularity gibt sich dann doch noch geschlagen. Also Platz 6 und der nächste ist Philippe. Aber auf den... Das ist schon ein paar Sekunden. 3,5. Komm, wir ziehen uns beide. Aber Philippe muss Reifen spannen, das sieht man. Der kann nicht mehr pushen. Vergiss es, niemals. Der muss auf seinen Reifen achten. Okay. Bin der Platzierung. Ich mach mich sehr unbeliebt bei den Renault-Fahrern. Was? Welche Platzierung du bist, habe ich gehört. Benjamin, 1,7 Sekunden hinter Mulchen. Also, hier gibt's Action. 20.
bis zur allerletzten Rennkurve, nicht Rennrunde, Rennkurve. Ja, der Benny hat die besten Reifen, auch die schnellste Pace, der wird nach und nach rankommen. Letzte Runde ist wieder bestimmt ins DRS-Fenster reinkommen. Ja, aber schau, Mulchan, der behält den Abstand in etwa gleich. Ich glaube, die Sache ist noch nicht gegessen, das sind nur 18. Und es sind noch 2 Runden zu fahren, die Sache ist noch nicht vorbei, ich sag's dir. Bestimmte Überrundung. Oh, Festschleiß. Mein Motor. Seid ihr schon der Letzte? Vorletzten. Und hier hinten der Kampf um Platz 15, René gegen Freaky. Und Freaky geht vorbei. René lässt ihn auch vorbei. Komisch. Der Freaky ist nicht da, ich hab einmal keinen Pech. So, das ist bin das da, aber halt ich im Rennen. Was? Sind sich da die beiden Männerteam Männerpiloten nicht ganz einig? Das kann man sehr schnell so vergleichen. Ja, wer weiß, kann Fluch sein, Mythos, was weiß ich, im Endeffekt zählt das Resultat. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei, mein lieber Freund Niklas. Es geht noch etwa eine gute ganze Runde. Hans Deo, der kann seine Eier nach Hause schaukeln. Der kratzt sich seine Eier. Der ist nur mit einer Hand dran und kratzt die sich. Die nächste Runde geht jetzt nicht mehr. Theo, du kommst doch jetzt gleich bergauf, oder? Alter, Ivo, du hast mich gerade voll angeschoben bei mir. Theo? Ja, ich fahr jetzt bergauf. Wie groß ist dein Vorsprung vom zweiten? 20, 22. Würdest du, weil es mein letztes Rennen ist, mich vorbeilassen, damit ich letzte Runde fahren darf? Wussten ja, klar. Ich versuche es. Besten Zweiter. Und Alonso-Fan gegen Trossi. Alonso-Fan fährt ein starkes Rennen, das haben wir vorhin schon gesagt. Der musste jetzt vorbei, um sich mit einem Punkt zu belohnen. Ja, aber beide sind eigentlich gut unterwegs, obwohl Alonso-Fan es wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient hat und auch schneller unterwegs ist. Geht an Trossi vorbei in der letzten Runde. Der Kampf. Ich weiß nicht, ob da Trossi nochmal was reagieren kann, aber ich glaube nicht. Und das würde heißen, Alonso-Fan würde einen Punkt holen. Ja, und Stejo hat den Haas-Piloten vorbeigelassen. Der ist in seiner letzten Runde. Und Steo fährt jetzt seinem zweiten Saisonsieg entgegen und ja, mehr als verdient. Okay, es ist glaube ich hat einen Unfall, aber Steo hat vom Tempo her das Rennen hier bestimmt und gewinnt in Ungarn. Frage ist nur, was passiert jetzt noch mit Platz 2? Wir haben hier Dennis, der Mulchan im Arsch hängen hat. Mulchan hängt direkt im Arsch und Benjamin ist auch dran. Das ist ein Dreierkampf. Mulchan in Drag Race. Und jetzt geht das Benzin aus. Wie knapp war das denn? Und das nächste Fotofinish! Noch ein Benzin aus! Dasselbe! Alter Schwede! Niklas Schweiß! Große Klappe auf und... große Klappe und dann kommt das Pech doch nochmal! Alter, das war nochmal... Ja, bis zur Ziellinie! Das verrückt ist der Finish seit langem! Verlierer auf 9, holt sich 2 Punkte. Alonso fängt 10 und Trossi wird sich wohl Platz 11 schnappen vor Amerika. Schnappt er sich den? Wird auch eng, aber das hat er auch. Sicher, ja. Zum Vortrex, Rennen abhaken. Ungarn, einfach ein Rennen zu vergessen. Auch schon letztes Jahr, dieses Jahr erneut. Läuft nicht. Läuft nicht im Gulasch. Ja, gut. Und zwar mitten im Rennen ist mir dieser scheiß Lenkradhalter hier weggerutscht. Ja, schön da profitieren. Danke an diese geilen letzten 3 Jahre, die ich hier mit verbringen durfte. Es war eine wirklich Hammerzeit. Leider muss ich jetzt weiterziehen. Danke an die ganzen Fans. Ich werde zurückkommen. Ich verspreche es. 2017 sollte ich wieder hier sein. Aber leider muss ich jetzt für eine Zeit getrennte Wege gehen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Wir hören oder sehen uns. Hoffentlich 2017. Vielen Dank. War eine geile Zeit. Alter. Benjamin, das war so eng. Geht mir die Scheiße auch noch aus. Steo holt den 2. Grand Prix-Sieg in der F1 Pros League. Die Flügelschlacht in Ungarn wurde ihnen präsentiert von Krombacher. Next up, Spa-Francorchamps. Genießen Sie es!
Ja, was ein Rennen. Am Ende richtig spannend. Da sieht man es 2 Zehntel zwischen den 2 Dritt- und 4-Platzierten. Unfassbar. Ja, und auch Niklas und Philippe trennen gerade mal 1 Zehntel. Das war ein verrücktes Finish. Wir sehen noch einige Verschiebungen. Alonso-Fan rutscht auf Platz 9 hoch, da Guailiro eine Strafe für einen Unfall am Start bekommt. Er war nämlich schuld daran, dass Amerika so weit nach hinten gefallen ist. Ja, und Singularity verliert ebenfalls eine Position. Noch im hinteren Feld gibt es ordentlich Strafen. Was auffällt, René, oh, über 20 Sekunden. Der hat sogar fast noch der Haas-Pilot profitiert, der, wie wir es gerade vorhin gehört haben, sein letztes Rennen der Saison gefahren ist. Ja, und Gamer-Fan wurde disqualifiziert, weil er ja früh rausgeflogen ist und seine KI zu viel Renndistanz zurückgelegt hat. Danox auf Platz 20 abgeschlagen, letzter und Herroho der einzige normal ausgeschiedene Fahrer. Was heißt das in der WM? Der Vorsprung immer noch betrachtlich groß auf Vortrex. 76 WM-Zähler. Wer will Dennis schlagen? Wer, wenn ich fragen darf? Ja, das wird wohl keiner schaffen. Steo ist momentan in einer super Form, aber dem fehlen schon 100 Punkte. Und ja, das kannst du eigentlich schon abhaken. Aber natürlich, es gibt noch andere spannende Kämpfe. Platz 2 ist mega offen und auch dahinter sehen wir einige Fahrer, die doch eng beieinander liegen. Ja, auch hier im hinteren Felde. Auf der zweiten Seite ist der Kampf intensiver. Man beachte mal Platz 14, Joe-Cap Niklas Mulchern, der heute ordentlich Punkte gemacht hat mit dem zweiten Platz. Und noch 19, 20, 21. Auch eng beieinander. Ja, also es bleibt sicherlich auf den einzelnen Plätzen spannend, aber die Weltmeisterschaft an sich, wer Weltmeister wird, das ist entschieden. Ich sag's einfach mal, das ist entschieden. Ja. Dafür sieht es bei den Teams noch anders aus. Ein Punkt trennt Renault und Ferrari. Toro Rosso muss leider zurückstecken. Die müssen jetzt eher sogar schon nach hinten gucken. Aber da ist es ganz eng um die Spitze. Und auch um Platz 6. McLaren und Red Bull punktgleich. Und auch dahinter, da ist aber ein Fehler in der Grafik, sehe ich gerade. Ja. Williams, wenn sie 39 Zähler haben, dann sind sie aber auch auf Platz 8 unterwegs. Ja, und so hat theoretisch vor Haas wegen besseren Einzelergebnissen. Aber sei es drum. Ja, das nächste Rennen. Belgien, Spa-Francorchamps. Ein Riesenhighlight letztes Jahr. Ein Riesenstart-Crash verursacht von mir persönlich. Gibt es dieses Jahr hoffentlich nicht mehr. Ja, und auch noch also letztes Jahr das Chaos und den Beef. Dennis, Terrorheizer. Mal schauen, hoffentlich wird es dieses Jahr genauso spannend, aber ohne Beef hoffentlich. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und schaltet Belgien auf jeden Fall wieder ein. Wir sind erstmal fertig für heute. Und ja, wählt nochmal einen Drive of the Day, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten haut rein.